Odin als Herr der Krieger in Valhall. Längst war die frohe Zeit des Friedens und des Glückes dahingeschwunden, die einst in der Welt geherrscht hatte. Immer mehr Unrecht und Schuld häufte sich an und Odin wusste genau, dass die Zeit des Kampfes um die Welt und deren Bestand mit Gewissheit kommen werde. Noch waren zwar die ärgsten Feinde, der Fenriswolf und die Midgardschlange, gefesselt oder ins tiefe Meer versenkt, und die Riesen, die gegen Asen und Menschen bitterste Feindschaft hegten, wagten bisher noch führerlos keinen Angriff. Dennoch war der Kampf unabwendbar, und so galt die Sorge Odins schon jetzt jener großen Schlacht, die über die Geschicke der Welt entscheiden sollte. Stark und zahlreich war die Heerschar der Feinde. Wie sollte ihr die geringe Zahl der Asen begegnen können? Da beschloss Odin, die tapfersten Krieger, die jemals auf der Welt gelebt hatten, als sein Gefolge um sich zu scharen. Von ihm selbst geführt, sollten sie einst im Kampf gegen die Weltenfeinde noch einmal ihre Kraft und Tapferkeit erproben. Solange diese Auserwählten auf der Erde lebten, durften sie weder Furcht noch Todesangst kennen. Kam es zur Schlacht, so entsandte Odin seine Botinnen, die Walküren, um die besten Helden zu sich zu berufen. Wenn die Krieger auch manchmal mit dem Schicksal haderten, dass die Besten, denen der Siegespreis gewiss schien, in der Vollkraft ihrer Jugend den Tod fanden, so mussten sie sich doch der Erkenntnis fügen, dass es galt, stets bereit zu sein. Denn niemand, selbst Odin nicht, kannte die Zeit, wann die Feinde mit ihrem Angriff beginnen würden. In einem großen Saal versammelte Odin die in der Schlacht gefallenen Krieger, die Einherjer, um sich. Valhall, Saal der in der Schlacht Gefallenen, war sein Name. Von diesem Saal und seinem Schmuck heißt es im Lied: Schilde sind die Schindeln, Schäfte sind die Sparren, es decken Brünnen die Bank. Einen mächtigen Fluss, Tund genannt, müssen die Schlachttoten durchwaten, um nach Valhall zu gelangen. So mächtig ist der Saalbau, dass 540 Tore aus ihm ins Freie führen. Und diese sind so groß, dass durch jedes davon 800 Einherjer hinaus in die Schlacht ziehen können. Übung im Kampf ist ihr Tagwerk und viele von ihnen sinken mit schweren Wunden zu Boden. Ist jedoch das Kampfspiel zu Ende, so werden sie alle wieder heil, erheben sich frisch und gesund und ziehen froh in Valhall ein, wo sie bei reichlichem Mahl und stets frisch gefülltem Trinkhorn vereinigt sind. Niemals mangelt es ihnen an Speise, denn der Eber Serimnir, der in einem mächtigen Kessel gesotten wird, ist am Abend wieder heil und steht Tag für Tag als Nahrung für die Einherjer bereit. Auch mit dem Met hat es eine besondere Bewandtnis. Inmitten von Valhall steht der Baum Lerat, dessen Krone über das Dach der Halle hinausragt und seine Zweige darüber ausbreitet. Auf dem Dach steht die Ziege Heidrun und beißt die jungen Sprossen von den Zweigen des Baumes. Ihr Euter ist prall gefüllt, doch spendet es Met statt Milch. Und dieser Met, der stets reichlich fließt, ist das Getränk der Einherjer. Der Führer dieses Totenheeres, Odin, sitzt auf seinem Hochsitz, doch verschmäht er das Fleisch des Ebers und den Met. Er trinkt bloß Wein, der ihm zugleich als Speise dient. Mit dem Fleisch auf seinem Tisch füttert er die Wölfe Geri und Freki, die seine Begleiter sind. Auf seinen Schultern sitzen die Raben Hugin und Munin, die er täglich am Morgen auf Kundschaft aussendet. Schon zur Frühstückszeit kehren sie von ihrem Flug über die ganze Welt zurück und flüstern Odin ins Ohr, was sie erfahren haben. Man kann den Gott aber nicht los an den Wölfen und Raben erkennen. Nur ein Auge hat Odin, weil er sein zweites Auge hingeben musste, als er einen Trunk aus der mit Weisheit gefüllten Quelle Mimirs tun wollte, die am Fuß des Weltenbaumes entspringt. So teuer aber dieser Preis auch war, Odin musste ihn bezahlen, denn es ist sein Amt, in kluger Voraussicht dafür zu sorgen, dass alles wohl vorbereitet und gerüstet ist, wenn der Herr der Weltenfeinde zum Angriff antritt.